Und herzlich willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Ja, beim letzten Mal, da haben wir Jodys Mutter kennengelernt, die Nora Gray. Und die wurde in eine Nervenheilanstalt eingewiesen. Dort haben wir sie letztendlich auch besucht und auf Infraweltebene mal mit ihr reden können. Aber sind dann am Ende zu dem Schluss gekommen, dass es, glaube ich, das Beste gewesen ist, sie von ihrem Leid, von ihrer Vegetation quasi zu erlösen. Ja, dann sind wir aus dem Zimmer wieder raus, haben einen Schlag über den Schädel gekriegt und dann sind wir hier aufgewacht. An so einem, weiß nicht, so ein Büro, ein riesiges Dingen. Irgendwo. Ja. Einfach mal rausgehen, gucken. Ja, Bücher. Bilder. Irgend so ein Dingen. Wir gucken einfach mal nach. Kondensator mit der größten Kapazität, die es gibt. Beeindruckend, nicht? Nathan! Jody, schön, dich zu sehen. Ich hatte solche Angst, dass dir was zustößt. Hast du abgenommen? Du siehst so erledigt aus. Aber du bist am Leben. Komm, geh mal rüber zu mir. Ja, der Komm her. Nathan. Setz dich doch. Und wie geht's dir? Ging schon besser. Der Schlag auf den Kopf war schmerzhaft. Ich habe ihnen gesagt, sie sollten dir nicht wehtun. Aber sie wollten sich auch nicht mit Eiden anlegen. Wo ist Cole? Er ist daheim, es ist alles okay. Ich weiß, er wollte dir nur helfen. Keine Angst, es wird keine Konsequenzen wegen letzter Nacht geben. Das ist gut. Was war mit meiner Mutter, Nathan? Nora war labil. Sie hatte Angst. Sie war eine Gefahr für sich selber und das Baby. Meine Mutter hätte mir nichts getan. Das Risiko war ihnen zu groß. Und ich war nur ein Forscher bei der DPA, Jody. Ich habe erst viel später erfahren, was da passiert ist. Aber warum hat der nichts gesagt? Warum hast du mir nichts erzählt über meine Mutter? Warum hast du alles verheimlicht all die Jahre? Ich habe ja versucht, es dir zu sagen. Aber wie sagt man einem Kind, dass sein Leben nicht real ist? Also, habe ich für dich gesorgt? Dich lieb gehabt, hab dich beschützt mit allem, was ich hatte. Und jetzt was? Du übergibst mich einfach an die CIA? Ist das der Plan, Nathan? Sie haben dich hierher gebracht, weil sie etwas für dich zu tun haben und sie wären dir sehr dankbar, wenn du es tun würdest. Beim letzten Mal habe ich, Wie bitte? Du glaubst, ich helfe den Betrügern, die mir meine Mutter weggenommen und mein Leben gestohlen haben? Ich meine, habe ich noch nicht genug getan? Wir wissen, dass ein anderes Land die Infrawelt entdeckt hat. Sie glauben, man könnte sie kontrollieren und manipulieren. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Wenn diese Existenzen in die Welt kämen, weißt du, was das bedeutet, Jody? Das Chaos. Was hat das alles mit mir zu tun? Du kennst die Infrawelt besser als irgendwer. Das ist ein CIA-Job. Und damit bin ich durch. Sie bieten dir einen Deal an. Wenn du das für sie machst, dann bist du raus und frei. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sie ein Portal öffnen? Das wäre die Apokalypse. Du hast doch die Macht, das zu verhindern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Offensichtlich weiß Karzistan inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Es gibt eine Kluft. Und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch. Ihr Standort ist die Provinz Felhanyang. Wir wissen nicht, wie weit sie mit ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewacht. Ja, sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Team? Hol sie rein, Maler. Hey, Baby. Hey. Na, kennst du uns noch? Hey. Claytons Team geht mit ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in 2 Tagen beginnen. Viel Glück. Das ist ja mal super. Pass gut auf, Judy. Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. Ja, dessen sind wir uns bewusst. Schön, dich zu sehen. Was hab ich beim letzten Mal? Ich glaube so. Fick dich, Ryan. Bist du immer noch sauer? Glaubst du echt, du kannst hier einfach ankommen und dich benehmen, als wäre nichts passiert? Jody, ich... Sag nichts, dann lügst du auch nicht. Gut. Klare Ansage, würde ich jetzt mal so behaupten. Was? Hä? Oh nö. Ich finde das sehr ermüdend. Wenn Sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als Sie zu töten. Natürlich töte ich sie auf jeden Fall. Aber es hätte kurz und schmerzlos werden können. Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer und qualvoller Tod. Also, ich frage Sie nun ein letztes Mal. Wer hat Sie geschickt? Wo bist du? Da lief wohl etwas falsch. Schneemenschen! Es ist alles komplett verlassen! Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten! Der Schneesturm wird noch stärker! Was machen wir jetzt? Jody, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen! Verstanden, Aiden? Ja, tun wir das doch mal. Ja. Wo kommen wir denn hin? Ne? Natürlich ist hier im Arsch. Bäh. Das ist auch alles. Ja, kannst du ja nicht. Nee, es geht ja nicht. Hier ist auch alles kaputt. Hier? Nee. Hier kannst du auch nicht drin bleiben. Bäh. Ist auch kacke. Das ist ein Schiff? Hier draußen. Kannst du bitte ein Versteck für uns? Ja, ich mach ja. Ah! Da ist ein Haus dort hinten. Ich seh's. Dann los. Und los.
Schön Biathlon machen wir jetzt hier. Ja, was passiert denn, dass wir da von dem Typen da... Und wo ist überhaupt Kazakhstan? Ich habe das noch nie gehört. So. Skier aus. Shit! Diese verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf. Der Informant leimt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey! Bin's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wir werden hier bleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisung. Klingt nach einem super Plan. Was machen wir jetzt? Können wir mit dem reden? Oder was machen wir hier erstmal? Ja, geht. Nix. Hab ich das beim letzten Mal denn gemacht? Wir reden, glaube ich, erstmal mit dem. Hast du eine Verbindung? Nein, das wird ein bisschen dauern mit dem Sturm. Das Zeug ist zu nass. Uns muss was einfallen. Das ist doch sauer. Hey, vermutlich ändert das deine Meinung nicht, aber tut mir leid, was passiert ist. Du hast recht. Das ändert nichts an meiner Meinung. Ja, wie soll man sowas denn bitte entschuldigen? Man hat die als Tötungskommando in Afrika da rumlaufen lassen. Ich muss mal eben sagen, dass diese Mäntel eigentlich ziemlich warm aussehen. Vor allem die Kapuzen. Aber wenn man mir... Sag mir mal, wo man so einen Mantel herkriegt. Den hätte ich gern. Ich muss dringend pinkeln. Aber vorher noch eine schöne Tasse Tee. So, gucken wir noch mal. Wenigstens etwas, das ein bisschen wärmt. So. Dahin. Huch! Was? Hä? Das wollte ich ja eigentlich nicht. Was ist das? Na gut. Dann gehen wir mal raus. Geh nicht so weit, okay? Es sind minus 40 Grad. Ich mach da draußen keinen Stadtrundgang. Naja, ein bisschen Stadt, was noch übrig ist, ne? Ach, Mann. Okay. Da vorne hin. Alles klar. Dann mal auf. Einmal durch eises Kälte stapfen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Okay. Okay. Da ist wohl der Feind am Rollen. Schnell einem Bescheid sagen. Zum Glück haben die uns nicht gesehen. Ja gut, wir sind ja auch gut getarnt. Aber, naja. Leute! Sie sind hier. Ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Wurdest du gesehen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Und los.
Ja, dann. Achso, ach, ich sollte vielleicht die Dinger anziehen. Ich warte hier auf. Weiß ich was. So, und auf! Und auf! Und auf! Und auf! Mann, ey, irgendwo muss man doch mal ankommen jetzt. Nur noch Eiswüstengras. Ach, die Haustür. Wie schön. Bingo. Aiden, sieh nach, was drin ist. Achso, ja. Bin schon fast dabei. Oh, ich glaube, Aiden bewegt sich durch den Schnee auch langsamer. So. Okay. U-Boote. Soldaten. Sie laden Kisten ein. In U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser. Na, großartig. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich sehe da drei. Lass Aiden alle ausschalten. Alle? Aiden. Na gut. Kümmer dich darum. Der Weg ist schon fast frei. So. Okay, Kollege Nummer 1. Tinsu! Was? So. Und da hinten sollen wir hin. Okay. Dann machen wir uns aber geschmeidig auf den Weg. Dum, 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 dum. Eieieiei, Kazistan. Das muss da irgendwo Richtung Asien sein. Da muss ich nachher erstmal die Landkarte konsultieren. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Land ist. Tür rauf. Au! Fuck, Nick! Sorry. Wie wär's mit einer Warnung? Alter, den Typen erschießen denn? Nee. Gib mir mal eine Sekunde, okay? Ja, was können wir tun? Es bleibt ja nicht viel übrig. U-Boote, okay. Ja, Leute, was ist denn nun? Macht mal was. Na gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es dann weiter. Ist heute ein bisschen kürzer. Ja, in Kazakhstan, was auch immer wir da tun werden. Man darf gespannt sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.